Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen The Red Exile Survival Horror spielen. Und hier können wir, seht ihr, das gibt es für in allen möglichen Sprachen, wird garantiert auch wieder nur Text sein. Einstellungen, Sound machen wir mal. So, echt butterweich, ey. Null freigeschaltet. Okay. Können wir aber bestimmt mal das Spiel starten und dann gucken wir mal nach. Das hat übrigens HDR, deswegen habe ich ist auch keine Kamera da. Und ist aber sehr butterweich. Kann man hier noch was einstellen? Sensitiv. Alter. Das ist ja schon belastend hier, dass man das nicht richtig einstellen kann. Ja, immer noch weich, aber geht schon. Ach man, die ist zu leicht. Ja, da wird laufen. Ich höre doch die ganze Zeit was. Ich weiß schon, wenn ich jetzt rausgehe, dann steht's da.
Sicherheitsleber nehmen, weil der Herzschlag, der ist ja nicht einfach so da. Ich höre die Schritte, aber die sind leiser als vorhin. Da muss ja was sein. Der Herzschlag ist ja nicht umsonst da, oder? Ich höre definitiv da drüben laufen. Ich muss mal meinen Scanner rausholen. Vielleicht passiert ja da was. Das muss ja einen Grund haben. So. Nee, da passiert gar nichts. Ich mache mal einen Screenshot davon. Vielleicht kann ich den ja dann nachher. Ich habe ja auch noch so einen QR-Code-Scanner auf dem PC. Da kann ich das ausschneiden und dann. Ich höre schon wieder was laufen. Da war eine Tür. Ich kann mich auch leider nicht umgucken.
habt das gehört, da war schon wieder so eine Tür. Noch eine Tür. Jetzt ist mein Herzschlag wieder besser geworden. Jetzt nirgendwo weiter. Ist das jetzt wirklich einfach nur so mit der Angst spielen, dass wir erschreckt werden? Wozu soll ich denn nicht? Ich kann nur drei Sachen mitnehmen.
ist ja ein bisschen lahm, was ist? Ich habe Spritzen, die ich nehmen kann. Ich habe was zum Aufmachen. Ich habe Kerzen. Also, das flasht mich jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Okay, also wir müssen die Kerzen finden. Also toll ist es nicht. Gefunden. Scheiße, leck mir am Arsch. Ach, nee, nochmal muss ich es nicht spielen. Ja, das ist jetzt geht's, jetzt ist hier vernünftig.
Ja, also haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker, muss ich mal sagen. Ja, dem einen oder anderen mag jetzt vielleicht gefallen. Es war interessant, mit den Kerzen da zusammen zu suchen. Jetzt weiß ich's ja. Aber haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Also für zwischendurch ja mal mit Freunden vielleicht so in der gemütlichen Runde oder so. Jeder macht mal, wie weit er kommt oder so. Aber also das wäre jetzt nichts, was ich jetzt auf Dauer spielen würde. Überhaupt nicht. Reißt mich nicht vom Hocker. Aber ich habe mich trotzdem erschreckt, obwohl ich wusste, ich bin gleich dran. Kam denn, aber wie die Maske denn, wie das Face kam. Das war schon cool, alle dunkel und dann dieses bisschen bewegen und so. War schon heftig. Aber nichtsdestotrotz, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.